Das ist jetzt die Frage aller Fragen. So, was haben wir denn hier an Missionen? Kollektorenaufhalten ist klar. Jacob, Geschenk der Größe. Das lese ich vor, wenn es soweit ist, wenn wir es machen. Miranda, das ist auf Ilium. Das wäre eventuell auch eine Idee, nach Ilium zu reisen, weil da haben wir so viele Sachen zu erledigen jetzt. Versteckte Shadow Broker, das war ein es war ursprünglich ein DLC. Der Attentäter, die Yusikarin und Tali. So, und jetzt haben wir die Aufträge. Ankunft, auch ein DLC gewesen. Habe ich ja schon erzählt. So, das war... Was war das nochmal? Achso, das war das. Ja, logisch. Genau. Projekt Feuergänger. Genau. Das waren die Geschichten hier. Schmuggellager auf Eclipse. Das hat nicht so ganz... Oder von Eclipse auf Darata. Also auf Darata von Eclipse so rum. Und Overlord. Wow, okay. Also wir haben eine Menge zu erledigen, Leute. Das würde ich alles hinten anstellen hier tatsächlich. Ankunft eh ganz... Oder... Ja, nicht ganz am Ende, aber Richtung Ende würde ich das erst spielen. Die anderen Sachen auch alle deutlich später. Gut, wir können jetzt schon die Loyalität sichern der beiden. Aber ich würde das gerne so nach und nach bei allen machen. Also jetzt nicht nur erst die beiden und dann keine Hauptmission fortsetzen, dann die anderen. So, ich würde gucken, dass ich nach und nach von allen die Loyalität bekomme. Dass ich quasi erst Jacob, dann Miranda, dann, keine Ahnung, hier Mordin, dann... Grand immer so weiter. Also, im Endeffekt haben... Das will ich auch später machen. Ja, ich würde das mal cool, dass ich mein Team vervollständige. So, da haben wir die Tali. Sie ist mitten im Gebiet der Geth. Da haben wir die Yusikarin auf Ilium und den Attentäter auf Ilium. Also, meines Erachtens, geht sehr viel in Richtung Ilium, wo wir dann noch ziemlich lange beschäftigt sein werden, höchstwahrscheinlich, und zwei neue Leute dazu bekommen. Und Tali so als krönenden Abschluss, so als Kirsche auf der Torte quasi. Gut, es gibt noch ein weiteres Teammitglied, das ist uns ja noch nicht bekannt. Und das kommt ja unweigerlich als letztes. Okay, gut, das hat uns jetzt nicht wirklich viel... gebracht, hier nochmal nachzugucken. Aber wir schauen mal hier nach. Also, Iera. Dann gucken wir uns mal die Planeten nochmal kurz an. Was hier so los ist. Watchmen! Achso, ihr wollt ja lesen, sorry. Also schätze ich, dass ihr lesen wollt. Also nochmal drauf. So. Watchmen. Das sind ja nicht die Wächter, das ist der Wächter. So, wie sieht's denn hier aus? Wo haben wir denn Bedarf? Wir haben nur Bedarf bei Element Zero. Ah, ich denke mal, ich habe jetzt im Laufe des Spiels schon genug an Ressourcen gesammelt. Dann kann ich mich wirklich auf Element Zero beschränken. Gut, hier ist kein Element Zero. Dann geht's schnurstracks weiter. Ja, warte mal, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Horizon. Na gut, da gab es nichts abzubauen. Nochmal hinreisen können wir auch nicht. Ah, hier ist noch ein Planet, seht ihr? Den habe ich übersehen. Prospect. So. Also, ich habe schon mal ein paar Mal erwähnt, aber mir fehlt da so ein bisschen erstens die Sinnhaftigkeit und zweitens einfach der Ehrgeiz, dass ich jetzt alle Planeten komplett bis zum Ende hier also die Mineralien abbaue. Das, weiß nicht, ergibt für mich nicht so Sinn und ich will es euch auch nicht antun. Venture. Ja, mit Element Zero sieht es eher schlecht aus. Okay. Auf jeden Fall sind wir dann hiermit auch fertig. So. Ja, Massenportal. Ich habe ja das Schwarzmeer nochmal erwähnt gehabt zuletzt. Schattenmeer. Ja, ne, das stimmt, es war das Schattenmeer. Wie kam ich auf Schwarzmeer? Na, ist im Moment her, wie gesagt. So, das sind die ganzen Feuergänger-Geschichten hier und Projekt Overlord vor allem. Ja, und hier ist die Außenzone, wo wir Tali kriegen würden. Mal eigentlich wäre es hier
aus Shepards Sicht sinnig, dass man sagt, okay, wir holen uns zuerst die Tali. Ich bin jetzt echt am Überlegen gerade, ne? Weil er kennt sie auch schon, er weiß ja, was ihn erwartet und er wird sich auch riesig freuen, sie wieder bei sich begrüßen zu dürfen. Das ist die Ankunft, genau. Ilium, ja, seht ihr es. Das ist schon krass. Schmuggel von, ja, hör mir auf, du. Omega-Nebel, da ist wieder was dazugekommen anscheinend. Jacob helfen. Ich glaube, wir holen uns die Tali. Ja, das machen wir jetzt auch. Bin ich jetzt selbst überrascht, dass ich das mache, aber ja. Außenzone. Gut, Haystrom. Dann finde ich auch mal hier in die Sonne rein. So. Also im System Dolon. Gotha. Na, seht ihr? Ist ja gleich um die Ecke, sozusagen. So. Also, oh, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Gotha, sonnensichere Bank. Ja. Sonde gestartet. Ah, ist auch wieder ein bisschen was gewesen. Ah, gibt's von beiden was. Ja. Sonde gestartet. Auch ein bisschen Palladium. Na? Ui, 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 ui. Sonde gestartet. Also wenn ihr das nächste Mal nach Gotha fahrt, dann wisst ihr, es gibt dort viel MN-Zero. Vielleicht wird das ja auch da verkauft irgendwie. In den hiesigen Geschäften. Starte Sonde. Oh, es lohnt sich aber richtig jetzt hier mal lieber Pfiffi. Ja. Sonde unterwegs. Ja. Sehr gut. So, das war's mit Gotha. Was haben wir hier? Das ist der Planet Charum. Ist hier auch Element Zero anzutreffen? Ah, ich hatte es ja schon mal erwähnt, aber ich hatte es also anders formuliert gehabt und eine andere Idee gehabt, aber es wäre eigentlich ganz cool, wenn man jetzt nicht in dem Text unbedingt das lesen könnte, welche Mineralien sich dort befinden, sondern wenn da eine Übersicht einfach wäre, dass man sagen kann, okay, hoher Anteil Palladium, niedriger Anteil an Element Zero, also das wäre halt ziemlich cool, aber leider ist dem nicht so. Hier ist jetzt wahrscheinlich nichts drin in dem. Das wird ja auch angezeigt werden durch die Umlaufbahn. Gut, dann. Tali, wir kommen. Also. Haystorm war früher eine quarianische Kolonie, die die Phänomene auf Dolin, dem Stern des Systems, beobachten sollte. Dolin schien instabil zu sein und eine vorzeitige Veränderung in einen roten Giganten wurde befürchtet. Haystorm wurde 1896 CE, von den Geth übernommen. Kurz darauf brach jede Kommunikation mit dem Planeten und seinen angegliederten Raumstationen ab. Die einzige Reaktion der Geth auf die mögliche Bedrohung durch Dolin in den letzten 300 Jahren war die Errichtung mehrerer Raumstationen in unmittelbarer Nähe. Die Magneteruption und die Sonnenstrahlung von Dolin lassen dort praktisch keine Kommunikation zu, und es ist unklar, wie die Geth dieses Problem gelöst haben. Scans von Spionagesonden deuten darauf hin, dass inzwischen im Orbit von Haystorm in großem Maßstab gebaut wurde und dass sich tausende von Geth-Plattformen plus eine unbekannte Anzahl von Geth-Softwarebewusstseinen dort aufhalten. Wie viele geht?
Es ist nicht Geth, es ist jetzt Geth. Es ist wahrscheinlich so die Zwillingsspezies. Also wie viele Geth sich auf der Planetoberfläche befinden, ist unbekannt. Die Spionagesonden haben auf Dolin mit starken Interferenzen zu kämpfen, wodurch Scans aus der Entfernung erschwert werden. Ressourcenberechnungen auf Basis der Abbau-, Raffinierungs- und Verarbeitungsaktivitäten der Geth legen nahe, dass der Planet noch etwa 20 Jahre lang genutzt werden kann, bevor seine Ressourcen erschöpft sind. Geheimdienstexperten spekulieren, dass die Geth deshalb nicht alles abbauen, weil sie größere Mengen für Reparaturen in Reserve behalten wollen. Hinweis für Reisende. Also wenn man einfach nur so zwischendurch mal so einen Abstecher da machen will. Hellstrom ist eine Hochburg der Geth. Nur militärische Spionagedrohnen mit modernster Tarntechnologie sind bislang unbeschädigt aus dem Gebiet der Geth zurückgekehrt. Jeder zivile Raumverkehr ist untersagt. Minus 107 Grad Celsius, das ist extrem kalt. Gut. Okidoki. Also nehmen wir auf jeden Fall mit Grunt, habe ich ja schon gesagt. Was hatten der irgend Brandmunition? Ja gut, wir brauchen ja eigentlich Überlastung, ne? Ich weiß nicht, ob er der richtige Mann jetzt hier ist, aber wir nehmen trotzdem mit. So, mit dem Outfit hier. Dem. Gut, wir haben ja schon von Überlastung gesprochen. Also Mordim wäre da keine gute Wahl. Aber Ihmchen hier hat Überlastung. Das ist ein gutes Team. Turiana und... Oh, das wäre ein cooles Wiedersehen für die Tali auch. Ja doch, auf jeden Fall den Garrus, auf jeden Fall. Weil die beiden hat sich zu tangieren. Die haben Tali ja schon getroffen. Die beiden sind eh nicht so relevant. Obwohl ich glaube, Tali und Kazumi können sich gut verstehen. Ja, ich nehme die beiden mit. Annehmen. So, gut. Also, wenn wir auf Geth treffen... Wie gesagt, Überlastung, also Disruptor-Munition wäre auch nicht so verkehrt. Oder KI-Hacken? Dauer 5 Sekunden, 7 Sekunden, 9 Sekunden. Das ist jetzt die Frage. Verbrennung bringt uns nicht so viel. Agent. Das wäre nicht schlecht. Kryo-Munition bringt uns auch nicht viel. Also Disruptor-Munition würde ich viel bringen. Oder KI-Hacken. Ich mache es mal KI-Hacken. So, dann kommen wir erstmal zum Garrus. Ja, auf jeden Fall Überlastung in dem Fall. So, und dann haben wir Grunt. Also der Berserker. Verstärkung ist nicht loyal, okay. Brandmunition, gut, wird nicht so viel bringen zunächst mal, aber. So. Ah, Koganisches Reinblut. Grunts Meisterschaft seines Blutrauschs erhöht seine ohnehin fantastische Regenerationsrate noch weiter. Er kann dadurch Verletzungen überleben, an denen andere Koganer sterben würden. Gesundheit plus 50%, Waffenscham plus 15%, Gesundheitsregeneration 55 Punkte pro Sekunde. Oder aber der koganische Warlord. Grunt kann zum Berserker werden, ohne an Konzentration zu verlieren, was seinen Waffenschaden erhöht. Gesundheit plus 50%, Waffenscham plus 25%, Gesundheitsregeneration 40 Punkte pro Sekunde. Ja, Reinblut würde ich sagen. Weil Warlord, da ist noch ein weiter Weg, bis er ein Warlord werden könnte. So, bitteschön. Und natürlich noch der Betäubungsschuss. Oh, die Brandmunition. Ach komm, Betäubungsschuss. Alles klar. So, Shepard, Mantis, ist klar. Locus, ist klar. Die Carnifex. Ich würde sagen, der Partikelstrahl. Er war zuletzt richtig cool. Ja, Kollektorensturmgewehr, Mantis. Und der Grunt. Ah, okay. Der hat dann auch Sturmgewehr und der hat die Schrotflinte. Ja, das ist, glaube ich, die beste. Okay, dann. Ja, ich erinnere mich an diesen Ort. Tali. Also, Taisor was Nehmer, das haben wir ja schon gelesen gehabt. Ja, das haben wir schon gelesen, das noch nicht. Hessum fliegen.
haben wir jetzt getan. Suchen Sie in den Ruinen nach Tali. Halten Sie sich dabei von direktem Sonnenlicht fern und versuchen Sie, Kämpfe mit Geth zu vermeiden. Haha. Witzbolde. So, zunächst mal versuche ich, das Speichern nicht zu vermeiden. Okay. Also, Freunde. Effektiv gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren. Das... nicht gegen Panzerung, okay. Na, ich weiß ja... Ja gut, er kann auf Nahkampf gehen. So, sehr effektiv gegen Panzerung. Ja. Ja, ich muss hier Lokos nehmen. Gut. Jetzt müssen wir da durchrennen, weil sonst werden die Schilde beschädigt. Ja. Ich habe ernsthafte Probleme mit meinen Schilden. Also, kämpfen wir uns aus dem Schatten heraus, aber ohne uns zu verstecken. Genau. Ich wollte irgendwas sagen, ich hab's vergessen. Ich hoffe nur, dass die KI, die Beine auch immer wirklich in den Schatten dann reinbringt, nicht, dass die KI die Beine einfach stehen lässt. In der Sonne wäre suboptimal. Aber wenn es dem Gwant gar nichts ausmacht. Nur den Garrus, okay. Tür untersuchen. Verriegelt, versiegelt. Autorisierung. Karl Rieger, Marines der Migrantenflotte. Ein Medizinkit. Okay, den armen Kerl hat's erwischt. Öffnen wir mal das Tor der Anlage. Landung, Chef. Ui. Im Anflug.